Okay, heute an diesem Freitag hat EA mal wieder richtig Content rausgehauen. Wenn, dann an einem Freitag und sie haben übertrieben sogar. Ronaldo Flashback, finde ich cool. Dann das Team of the Group Stage mit so vielen geilen Karten. Dann gibt es noch Pavard als Moments-Karte, die man sich erspielen kann als Objective. Und dann gibt es natürlich noch die Showdown SBC fürs Finale Argentinien gegen Frankreich mit jeweils einer SBC-Karte. Oioioi. Und ich habe erst überlegt, also mir war klar, ich schließe diesen Ronaldo ab. Ich weiß, viele von euch werden den wahrscheinlich nicht machen. Die Stats sind jetzt nicht 500.000 Münzen wert, muss man sagen. Da kriegt man Spieler für 100 bis 200k, die haben die gleichen Stats. Und der ist halt jetzt auch noch untradable, schwer zu linken, weil er halt Portugal als Verein hat. Und der kann immerhin auf vielen Positionen spielen. Das ist sehr geil. Aber ich musste den einfach mitnehmen, als Ronaldo ist so. Aber ich kann auch hier verstehen, der ihn nicht mitnimmt. Ich habe kurz überlegt, ob ich ein Team mit Ronaldo-Flashback und Messi-Flashback baue und dann so ein bisschen auf Flashback gehe, auf so alte Zeiten. Aber ich habe halt keine anderen Flashback-SBCs gemacht. Auch zum Beispiel diesen Thiago Silva am Anfang leider nicht. Bereue ich irgendwie immer wieder, weil der war halt absolut overpriced auch. Und da hatte ich noch nicht so viele Münzen. Und deswegen, auch weil Messi halt gerade noch eine andere sicke Karte bekommen hat, denke ich, gehe ich mit einem Team of the Group Stage, Team of the Tournament und einfach geile Spielermix. Also einfach freshe Spieler, wie zum Beispiel diesen Messi. Dieser Mbappé sieht halt auch bösartig aus. Also wenn ich die einmal kurz reinhole, macht man am besten, damit wir chemietechnisch schon mal gucken können, mit der Formation, weil das Ding ist, zum Beispiel dieser Messi, man muss halt bei dem Messi dazu sagen, ich kann es euch einmal ganz kurz zeigen, der sieht jetzt von den Stats her fast genauso aus wie seine Champions League Karte. Hier ist seine Champions League Karte, hier ist jetzt die Team of the Tournament Karte. Ein Tempo mehr, ein Schuss mehr, ein Physical mehr, das ist nicht die Welt, aber da liegen 1 Million Coins zwischen den beiden Karten. Kann der hier Mittelstürmer? Ja, das ist noch der Unterschied, dass er nicht Mittelstürmer kann. So, 1 Million Coins für so ein paar Stats Unterschied. Weiß nicht, ob sich das lohnt, aber, es ist halt, zum einen ist es halt die aktuellste Karte, zum anderen ist es halt die beste Karte von Messi und man wird sie ja auch ungefähr für diesen Preis wieder verkaufen können und sie wird bis Sonntag noch sinken. Ich spiele meine Weekend League immer erst am Sonntag, weil ich am Wochenende eigentlich die ganze Zeit mit meiner Freundin bin oder sonst mit Kollegen chill und Sonntag ist so die Zeit, die ich für mich alleine habe. Bis Sonntagabend meistens auch immer erst ab 22, 23 Uhr, da ziehe ich dann schnell die Weekend League durch und da werde ich auch reingehen. Und habt ihr gesehen, diesen Messi mit dem Kartendesign, der Mbappé hier mit dem Kartendesign, der macht schon so zum Gegner. Ciao, ciao, hau rein, 99 Tempo. Also hier im Vergleich zu seinen anderen letzten Karten sieht man schon ein bisschen Unterschied. Überall sogar 1 bis 2 mehr. Also das ist wirklich ein rentabler Unterschied. Aber der Preis ist halt auch nochmal immens. Aber, wie gesagt, bis Freitag abwarten, dann sollte ich mir die auf jeden Fall leisten können. Wieso ist der auf falscher Position angeblich? So linker Flügel. Jetzt ist die Frage, was gibt es noch Cooles im Team of the Group Stage? 1, 2 weitere kann man noch einbauen. Ich will kein volles Team of the Group Stage. Ich will ein buntes Mix. Hier, FIFA World Cup Icon vielleicht auch noch. Vielleicht noch ein World Cup Hero. Und vielleicht noch 1, 2 andere. Und einfach richtig geile Spieler. So coole Spieler, die man fühlt. Das Ding ist halt auch, wir brauchen einiges an Portugiesen. Weil bei Ronaldo, der linkt halt nur über Portugiesen. Ah, das wird ganz schwer, den irgendwie auf Chemie zu bringen. Also, das Geile ist hier beim Team of the Tournament ist halt ein Dalot noch mit dabei. Der ist auch Portugiese, der ist Rechtsverteidiger. Den kann man mitnehmen so. Und dadurch hat Cristiano Ronaldo jetzt auch schon mal einen. Brauche ich aber 3 weitere Portugiesen oder halt eine portugiesische Icon und einen portugiesischen Manager. Ich glaube, so machen wir es. Aber was gibt es ja noch so? Wir haben hier, Dumfries sieht cool aus. Was kann der sonst noch so für Position? Rechte Mittelfeld. Theo Hernandez, wahrscheinlich der beste Linksverteidiger im gesamten Game. Thiago Silva, ja, sieht nicht schlecht aus. Dann haben wir hier Guardiol, sehr, sehr wild. Gavi, coole Karte, aber jetzt nicht Weltklasse. Bonu, Guerrero. Warte mal. Gavi hat diesmal eine Karte bekommen. Und Pedri letztes Mal, ne? Wie cool wäre die Kombo? Wie cool wäre diese Gavi-Pedri-Kombo im Mittelfeld? Die beiden nebeneinander. Und ich sag so, ich glaube, die sind beide nicht teuer. Dann braucht man halt noch einen dazwischen, der richtig ackert. Nach hinten. Aber die geben sich chemietechnisch auch schon lange mit. Warte mal, wait, Bonu? Wait, warte mal. Es hat zum ersten Mal einen Keeper eine Eventkarte bekommen. Bei keinem anderen Event bisher. Sei es Wants to Watch, sei es Champions League, Road to the Final, Euroleague Road to the Final, Road to the Knockout, Rule Breaker, keine Ahnung. Out of Position. Noch nie hat dieses Jahr ein Keeper eine Karte bekommen. Nur halt Informs und Icons und Heroes gab es. Sonst gab es keine Special Cards. Das ist der erste Keeper, der so eine nice Karte bekommen hat. Wie viel kostet der denn dementsprechend? Ich kann es gar nicht abschätzen. Jetzt halt wirklich zum ersten Mal so mit einem Keeper ist. Ich glaube, viele wollen den dann haben, ne? Oder auch nicht. Oder er kostet einfach 1 Euro. Warte, mir fällt noch was ein. Ich habe nicht viele Spieler im Verein momentan. Aber wir gerade bei Sevilla sind. Acuña wurde ja geupgradet. Ich habe den bisher noch nicht gezockt.
Das ist einer der wenigen Showdown-SBCs, die ich gemacht habe, weil ich halt echt davon aus, weil ich gerade Karten über hatte. So, ich hatte mehrere Karten doppelt, die ich sonst hätte discarden müssen. Davon konnte ich Acuna easy abschließen, so. Guck mal, diese Stats, der sieht geisteskrank aus. Also dann wird das zwar nichts mit Hernandez, boah, aber der steckt Hernandez halt in ganz vielen Belangen. Er ist recht offensiv in die Tasche, Hernandez halt viel schneller. Aber Acuna pusht halt nicht nur Bonu, sondern auch Messi fast aufs Maximum. Wait, was ist das für eine kranke Säule, die wir kriegen Guardiola aber dann nicht mehr eingebaut. Oh, Guardiola ist auch einer safe, einer geilsten Innenverteidiger. Die andere Option wäre halt Guerrero und Guardiola, weil dann können wir über Bundesliga noch ein bisschen gehen. Und dann ZDM von Leipzig, haben die irgendwas? Aber wieso sind über Pedri und Gavi sind jetzt voll, weil sie mit Bonu noch einen aus der Liga haben? Crazy. Aber Ronaldo, wo soll ich jetzt diese ganzen Portugiesen noch holen? Also vom Grundgerüst finde ich das gerade sehr, sehr, sehr sick. Erst recht, weil das halt farblich ein cooler Mix ist. Warte, wo ist diese Pedri-Karte? Guck mal, die kostet halt auch nicht so viel. Will ich das machen? Muss zu Pedri und Gavi sagen, diese Karten von denen sind jetzt keine kompletten Game-Changer, wisst ihr? Das sind ja jetzt solide Karten, aber ich finde diese Combo Gavi und Pedri im Mittelfeld, die hat einfach schon sehr viel Stil, auch wenn das so verschiedene Kartentypen sind, beide geil geboostet sind und die sind... Oh, wie günstig, aber ja, halt echt nicht so krass ist, ne, von den Stats her. Aber ich sag so, wenn Musiala so eine Karte bekommen hätte, hätte ich auch unbedingt Musiala genommen. Der hätte leider keine gekriegt, so. Ja, okay, Team of the Tournament wäre auch zu viel gewesen, Deutschland ist ja Gruppenphase rausgeflogen. Aber guck mal, warte mal, wir haben hier eine Flashback-Karte, wir haben hier die Karte, wir haben hier die Karte. Das ist ein bisschen viel Team of the Tournament, wenn die hier auch noch alle Team of the Tournament sind. Nee, das kriegt das auch nicht auf Chemie mit noch Bundesliga. Mit erster Portugal, spanische Liga, Premier League, französische Liga, Bundesliga, Bro, nee, das ist zu viel, das ist so, also wir müssen aus der, hey, wo ist mein Acuna hin? Nein, gib mir mein Acuna wieder. Och nö, das muss nicht sein. Hä, das ist Theo Hernandez auf einmal, wie, warte mal. Nee, das ist nicht, hey, Theo Hernandez steht doch auf der Bank. Jetzt. Egal, warte mal. Ach, Bruder, hier passieren wilde Sachen, ne? Check's grad nicht. Ich will einfach nur, bitte ist der jetzt nicht gelöscht oder so. So, ich will einfach nur meine Acuna wieder haben. Werfe ich den aus der Startelf? Wir haben unser Grundgerüst. Wir bräuchten eigentlich irgendeinen von... Hä, bei ihm steht die Chemie nicht dran und sowas. Bro, auf einmal gehe ich auf den Markt. Okay, muss einfach das Team neu laden. Aber jetzt haben wir alles wieder so, wie es sein soll, oder? Auf jeden Fall. Das sieht schon geil aus. Wie gesagt, Gavi ist jetzt keine verrückte Karte. Geht auch nicht. Die können beide geil dribbeln. Das ist für mich halt geil. Aber mit Karten, die man fühlt, mit denen spielt man einfach gut. Kennt ihr das? Hier sind nur Leute im Team, die ich fühle. Dann werde ich einfach rasieren. Das ist eine safe Angelegenheit. Die Sache ist halt, ich brauche eigentlich eine portugiesische Icon noch. Oder halt drei Portugiesen. Warte mal. Nein, ich habe diesen Palhinha nicht gemacht. Nein, dieser... Warte mal. Aber es gibt doch noch einen anderen Portugiesen, der im Mittelfeld kompletter Abräumer ist. Der ist halt auch aus der Premier League. Wie heißt der nochmal? Palhinha, ja, zum einen. Dann Cancelo ist auch geil, kann ich da ins ZDM schieben. Nunes, auch cool. Aber ich denke an irgendeinen anderen. Danilo Pereira habe ich eh nicht. Irgendeinen anderen hatte ich gerade im Kopf oder vertausche ich gerade was? Oder vertausche ich gerade was, Dicke? Wait. Wer ist das, an den ich denke gerade? Oder hat der irgendeine andere Nation? Ich vertausche irgendwas hier gerade. Path to Glory, was? War es eine Path to Glory, an die ich gedacht habe? Palhinha ist nur Path to Glory, aber der war eine SBC. Oh, Bruno Guimarães, der würde auch ganz wild kommen. ZDM, aber das kriege ich auch nicht eingebaut. Ich brauche wirklich einen Portugiesen. Wo wir jetzt aber gerade bei einem Portugiesen geguckt haben, kann der ZDM Cancelo? Oh, er kann ZDM! Und er sieht eh fresh aus. Das ist auch nochmal so eine Out-of-Position-Karte. Die bringt nochmal ein neues Design rein. Den habe ich halt schon ein paar Mal gespielt. Aber dadurch, dass ich diesen Palhinha nicht habe, Nunes ist halt auch eine coole Karte. Den habe ich noch nicht gezockt. Das ist ja diese lilane da. Diese Road to World Cup. Jetzt kamen so viele Karten raus. Man weiß schon gar nicht mehr, wer welche Promo war und sowas. Ich ziehe die beide mal einmal ganz kurz rüber und dann können wir uns danach noch entscheiden. Weil ich muss sich erstmal gucken, ob er ZDM kann. Nee, kann er nicht. Gut, das hat sich erledigt mit ihm. Oder kann einer von denen? Eh nicht, ne? Natürlich nicht. Die können nur offensiv. Gut, dann, weil Messi ja ST, glaube ich, auch nicht kann. Ah, Messi kann ST! Ich könnte auf 4-3-3 gehen und dann diesen Nunes spielen. 4-3-3 Nunes. Erstmal muss ich auch überlegen, warte mal. Also dann hat Cristiano Ronaldo, Bro. Ich brauche eigentlich eine portugiesische Icon auch, um Cristiano Ronaldo zu boosten. Keine portugiesische Icon, die ich halt gerne... Eine World Cup Icon will ich ja sowieso haben. Sebio statt...
Messi? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Gucken erstmal nochmal weiter. Dieser Ronaldo ist so schwer einzubauen. Na, jetzt verstehe ich umso mehr, warum viele diese SBC wahrscheinlich machen werden. Jetzt sitze ich hier. Ich will ja eigentlich mindestens so im besten Fall 30 Chemie. Mir reicht auch 27 mit Manager, wenn es Hauptsache ich habe coole Spieler so. Aber das wird halt schon eng, Mann, wenn dieser Ronaldo nur auf... Ja, wenn er auf 1 kommt, klar, wenn die anderen alle voll macht, geht das trotzdem, aber es ist trotzdem nervig. Carvalho, warte mal, Premier League boostet der und der ist Portugieser, aber er bringt halt nur einen portugiesischen. Dann brauche ich noch irgendeinen anderen Portugiesen, warte mal. Dann kann ich aber trotzdem Cancelo hier ins ZDM stellen. Cancelo, Bad, portugiesischer Manager, dann werden alle Portugiesen nochmal geboostet. Dalot ist auf voll, dann brauche ich noch einen linken Innenverteidiger. Warte mal, das hat aber eigentlich Potenzial, das wäre auf relativ, ich habe keinen portugiesischen Manager. Das ist nervig. Okay, muss ich gleich einmal auf den Markt gucken. Ich tue irgendjemanden als Platzhalter rein. Wenn wir das so machen, dann noch einen... Sieht diese Karte gut aus? Sieht eigentlich ganz geil aus. Ich kenne Leute, die spielen das echte Main-Team regelmäßig, weil die Karte fresh ist. Ricardo Carvalho. Also gut, Gavi habe ich jetzt mitgenommen, weil der war eh mega günstig. Aber diese anderen Team-of-the-Tournament-Karten, die werde ich jetzt noch nicht kaufen. Mbappé, Messi, auch Dalot oder Abonu kann man vielleicht auch schon mitnehmen. Aber die werden halt alle noch weiter sinken. Ricardo Carvalho als World Cup Hero. Ich kenne einige Kollegen auch, die ihn gezogen haben in den World Cup Hero Pack. Auch eigentlich ein gutes W. Den kann man mal mitnehmen, weil die Karte soll wirklich sehr, sehr geil sein. Dann zack, Bonu. Wobei, der, ich guck mal, wenn er jetzt ernst nur so 10, 20 kostet. Einfach, damit man schon beim Teambauen dieses Feeling hat, dass man schon sieht, wie diese Karten aussehen. Boah, geschenkt. Geschenkt, also viel günstiger kann der auch gar nicht mehr werden. Zack. So, sieht cool aus, sieht fresh aus. Aber ich sehe schon, hier ist wieder Chemie bei manchen Spielern weg. Das heißt, ich muss einmal aus dem Team raus rein. Wieder rein, jetzt sind wir Sachen umgestellt, okay. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie das Team eigentlich war. Wie provokant, dass man nicht gemütlich Team bauen kann, ohne dass sich alles immer wieder zurücksetzt und sowas. So, wir haben wieder alles zusammen und ohne Lügen. Das könnte eines meiner absoluten Lieblingsteams bisher sein. Wie geil sieht das jetzt schon von den Farben her aus? In diesem Squad. Ich habe, glaube ich, eine geile Idee. Der Einzige, der chemietechnisch gerade noch richtig choked, ist Mbappé. Aber warte mal ganz kurz. Brauche ich auf dem Manager Premier League? Ah, doch, ja, brauche ich. Damit, sonst kommen meine Premier League-Leute nicht auf voll. Okay, das ist gut zu wissen, weil sonst hätte ich tatsächlich französische Liga gegeben, weil dann hätten die beiden hier vorne auch einen mehr. Aber eigentlich sind alle ja schon in einem akzeptablen Bereich, außer Mbappé. Das heißt, ich brauche entweder einen Innenverteidiger aus der französischen Liga oder einen, der Franzose ist. Und da habe ich bei beiden eigentlich relativ freie Auswahl. Wir haben noch keine World Cup-Icon auch im Team. Und da überlege ich halt gerade. Konate, Koundé. Welche Kartentyp war das nochmal? World Cup Phänomen. Haben wir aber eine schon, ne? Ja, World Cup Phänomens haben wir eine schon. Wäre es die gelbe Karte gewesen, World Cup Story, hätte ich ihn vielleicht genommen für noch einen neuen Farbakzent einfach. Blanc wird halt sehr hart kommen. Konaté, die Karte ist zu alt, den Rest hier nehmen, den will ich nicht unbedingt. Gut, das wäre eine Option. Wir wären dann auf 29 Chemie. Das wäre sehr, sehr cool. Das wäre ein richtig geiles Team einfach. Das wäre, wie gesagt, unübertreiben, einer meiner absoluten Lieblingsteams, die wir bisher gebaut haben, vom Fühlen-Faktor her. Cool wäre das Team, Mann. Und die andere Option, wie gesagt, ist französische Liga in der Innenverteidigung. Da können wir hier auf jeden Fall nochmal gucken. Und natürlich bei den Innenverteidigern. Marquinhos, Ramos schon zu häufig gespielt. Fofana würde selber nur auf einen Chemie kommen. Ich sag so, ich glaube, Blanc ist die einzige Option, aber der ist sogar eine coole Option. Aber auch ein bisschen hochgegangen, der seitdem er aus dem Packs rausgegangen ist. Crazy. Vielleicht werde ich mit dem auch nochmal warten. Aber wenn wir den hier drin stehen haben, könnt ihr euch das vorstellen, als World Cup Icon, hier haben wir noch so ein World Cup Team of the Group Stage, Team of the Tournament, warum nicht die ganze Group Stage, Team of the Tournament, und vorne in diesen Angriff, wildes Team, sehr wildes Team, was hat Dalot für Defensivstats, 85, 92, 91, 83, Cancelo geht noch mit hinten rein, also es passt, dass Pedri und Gavi da nicht so powern. Man kann das Team in verschiedenen Formationen spielen, sogar als Fünferkette, wenn man Cancelo nach hinten schiebt, aber es geht auch. Ja, 4-2-2-2 selbst so ein bisschen auf Krampf. Wenn man Pedri ein bisschen defensiv boostet, den als Sechser neben Cancelo so möglich. Flexibles Team, geiles Team. Hä? Ich bin fertig. Hä, das ging richtig einfach. Das Team hat sich heute geschmeidig wie von selbst gebaut. Wir hatten teilweise Teambuildings, wo ich am Ende nicht wusste, keine Lösung hatte, mit der ich zufrieden war, wo ich euch gefragt habe. Und heute haben wir das wie aus einem Guss. Ich hatte nur einmal überlegt,
für Guerrero und Guardiol zocken sollen, weil Guardiol halt sehr böse auch aussieht. Aber das habe ich ja schnell verworfen, weil ich gemerkt habe, viel zu viele Nationen. Dann haben wir selbst den Ronaldo gut eingebaut gekriegt und wir aus dem Guss, wir haben nur Spieler in dem Team, mit denen ich sehr zufrieden bin. Auch eigentlich nur Spieler, die ich noch nicht gezockt habe. Die sind Cancelo hatte ich paar Mal, sonst aber eigentlich keinen. Wild, ey. Wild. Geiles Team, ey. Was sagt ihr? Gebt gerne Feedback. Gerne auch Verbesserungsvorschläge. Man könnte auch diesen Nunes statt Cancelo spielen. Dann hätte ich sogar noch mal einen gehabt, den ich auch noch nicht gespielt habe. Der auch noch mal ein anderer Kartentyp wäre so. Aber Cancelo ist einfach noch mal stärker und das brauchen wir dann, glaube ich, immer in der kompletten Zentrale. Ja! Mal gucken, was damit geht. Fresh, ey, ich bin voll zufrieden. Digga, ich gehe mit 100% Zufriedenheit aus diesem Teambuilding raus. Das ist wild.